Herzlich willkommen in unserem Studio Motordialog auf der IAA 2019. Und erneut sind wir zu Gast beim AVD und bei mir sitzt der Geschäftsführer Lutz Leif-Linden. Herzlichen Dank erstmal, dass wir wieder bei Ihnen zu Gast sein dürfen, Herr Linden. Danke fürs Training, sehr gerne. Schön. Wir sind wieder in guter Nachbarschaft, sage ich mal, denn es stehen wieder unheimlich viele Oldtimer um uns herum. Das ist für Sie ein wichtiges Thema beim AVD, ne? Das ist für uns ein wichtiges Thema, hängt natürlich auch mit der Historie sehr stark bei uns zusammen. Wir sind der älteste Automobilclub, 1899 gegründet und quasi die gesamte Entstehung des Automobils eben betreut und vor allem die Fahrer betreut. Jetzt gibt es einmal im Jahr bei Ihnen auch diesen Oldtimer Grand Prix am Nürburgring. Was sind denn da so die spektakulärsten Autos, die da tatsächlich auf den Kurs gehen? Es gibt ja verschiedene Klassen, aber was würden Sie sagen, was sind Ihre Highlights? Also wir decken eigentlich alles ab von Vorkriegsfahrzeugen aus den 20er Jahren bis aktuellen DTM-Fahrzeugen aus den 80er, beginnenden 90er Jahre. Herausragend sind natürlich Fahrzeuge wie Mercedes Flügeltürer, wie alte Porsche Rennfahrzeuge, wie ein 917er, von dem es nur 25 Stück überhaupt gab. Wir haben schöne Ferrari-Fahrzeuge am Start, aber auch, ich sag mal, kleinere, einfachere Oldtimer wie ein MG. Es ist für jeden was dabei. Wir haben fast 600 Fahrzeuge am Start und sind die zweitgrößte Veranstaltung auf dem Nürburgring heutzutage. Nur das 24-Stunden-Rennen hat mehr Zuschauer. Das zeigt, es gibt eine unglaubliche Fangemeinde da draußen, die sich für diese Fahrzeuge interessiert und die auch richtig eingesetzt sehen möchte und erleben möchte. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, so ein Oldtimer zu fahren ist was ganz Besonderes. Man kann ihn mit allen Sinnen genießen, man kann ihn natürlich auch riechen, es ist klar, aber es ist ein besonderes Gefühl. Sie fahren selber, glaube ich, einen 911er. Was sagen Sie, wenn Sie das Auto rausholen aus der Garage, was ist das für Sie für ein Gefühl? Das ist schon ein bisschen Sinnlichkeit auch dabei und eben Erleben. Ja? Also wie meine Frau immer sagt, er hat mit dem Popometer, sie haben eben richtiges Feedback. Sie spüren das noch, wie das Fahrzeug sich bewegt, wie es reagiert. Lenkung, Bremsen, das ist vielleicht etwas anderes, als wenn Sie heute in einer wunderbar gefederten Limousine sitzen und so dahin gleiten. Die hat auch ihre Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Aber schöne alte Sportwagen machen eben auch Spaß und Freude. Und halten auch sehr lange. Also eigentlich sind sie ja nachhaltig. Wenn die 30, 40 Jahre halten und eingesetzt werden können, ist eigentlich das Nachhaltigste, was es gibt. Was glauben Sie denn, was wir in 50 Jahren für Oldtimer auf der Strecke sehen werden? Vielleicht sogar noch ein paar von diesen ganz alten Modellen, eben weil sie so langlebig sind? Ich glaube, dass Sie vor allen Dingen viele von den heutigen Oldtimern sehen werden, weil Sie dafür immer noch Teile produzieren können. Ja. Ja, das wird alles schwieriger mit dem Einzug der Elektronik, weil, wie ich sag mal, Sie kennen Ihr Handy von vor 10 Jahren. Versuchen Sie da mal heute ein neues Display zu bekommen oder irgendwelche Chips. Das bekommen Sie nicht mehr. Und genauso ist es dort dann eben auch. Ich glaube, dass wir viele Fahrzeuge, die jetzt in dieser Neuzeit kommen, nicht mehr einsatzmäßig unterwegs oder auch bereithalten können, weil wir die Teile gar nicht mehr haben. Ne? Glauben Sie denn, dass vielleicht einer dieser Oldtimer, die heute schon auf den Straßen zu finden sind, in vielleicht 10, 20, 30 Jahren auch mit einem Elektroantrieb unterwegs sein könnten? Es gibt Firmen, die das heute schon tun, solche Fahrzeuge umrüsten. Beispiel einen schönen Jaguar E-Type auf Elektro umbauen, das gibt es. Dem einen tut da auch ein bisschen immer das Herz weh, weil es sagt, naja, es ist ja nicht mehr original. Ja. Aber das könnte sein, dass dann so zwei Welten aufeinandertreffen. Schönes Design, ausgefallenes Design. Und man versucht es mit aktueller Technik zu betreiben. Was würden Sie denn jetzt zu dieser IAA in diesem Jahr sagen? Es ist ja doch so, dass viele Aussteller abgesagt haben, dass es viel Kritik auch an der IAA gibt. Was erwarten Sie vom AVD denn von der diesjährigen IAA? Es ist immer noch die größte Automobilausstellung. Es ist größer als Genf, es ist größer als die amerikanischen. Immer Head-to-Head mit Paris, eben gleich auf. Für meine Begriffe, neue Impulse werden hier gesetzt. Man wird das Autofahren zwar nicht neu erfinden, aber den Einsatz des Fahrzeuges, sprich die Mobilität. Ja, vielleicht auch auf andere Sachen ausweichen, aber viele Hersteller präsentieren hier ihre neuen Elektrofahrzeuge, weil der Gesetzgeber ab nächstem Jahr neue Forderungen gestellt hat. Und deswegen werden die Fahrzeuge hier schon das erste Mal gezeigt und ausgerollt.
Gibt es denn so ein besonderes Highlight für Sie persönlich hier auf der IAA, wo Sie sagen, da muss ich unbedingt hin, das muss ich mir anschauen? Naja, ich schaue mir natürlich klar den elektrischen Porsche an, weil das ist logischerweise der Taycan, ein Meilenstein. Und Sie sagen auch so ein bisschen, the soul zu bewahren und neu zu erwecken. Und da muss man sehen, wie Sie das angreifen. Aber ich glaube, was ich heute früh gesehen habe, Sie haben das ganz gut umgesetzt. Ja. Ja, der sieht ganz schick aus. Also einiges zu erleben dies Jahr auf der IAA. Vielen Dank, Lutz Leif-Linden, dass Sie uns hier unsere Position geben und danke für das Gespräch. Danke, Frau Selling.